EA Bone Productions. EA Bone Productions liest Grotesken von Hermann Harry Schmitz. Heute die Geschichte mit Jerubims Daumen. Jerubim Hoba, einem garstigen Neger, fehlte der linke Daumen. Dies verdroß ihn sehr und er leidenschaftlich gern am linken Daumen gelutscht hätte. In seiner Not ging er zu Jakob Brösel Momengraul, der als ziemlich weißer Mann in der Wüste in einer Höhle dicht bei einem Hauptbahnhofe wohnte und sich äußerst selten wusch. Diesem trug er sein Leid vor. Nachdem Jerubim geendet hatte, sank Momengraul, was besonders charakteristisch für ihn war, in tiefes Sinnen. Er starrte auf seinen linken dicken Zeh, der vorn aus dem kaputten Zugstiefel herausguckte und sich im Verhältnis von 3:8 neckisch auf und ab bewegte. Dann schaute er auf, räusperte sich 8-mal und sprach also: »Jerubim Hoba, möher Säke, brave, brave, brave. Geh in deine Hütte und rufe, wenn die Sonne beginnt zu sinken, diese Worte 3-mal, und du wirst einen herrlichen linken Daumen bekommen.« »Vergelt's Gott«, stieß Jerubim dankerfüllt hervor und schickte sich an, froh des erhaltenen Rates, zurückzueilen in seine Hütte. »Heda, heda, ich bekomme 1,20 für meine Bemühung«, hielt ihn Momengraul zurück. »Das geht nimmer, nimmer, Ös Bazi, Ös Bürschli, Ös Nackerda.« »Ich habe leider meine Börse zu Hause gelassen. Ich bin doch, wie Sie sehen, vollständig nackt. Wo soll ich da, weiß Gott, die Börse hinstecken?« erwiderte Jerubim ein wenig kleinlaut. »Ich will Ihnen aber eine Klavierstunde A1,20 geben. Ich gebe sonst keine unter 1,50«, schlug er nach kurzem Nachdenken dem weißen Manne vor. »Top«, stimmte der dem Vorschlage zu. »Aber fatal, ich habe kein Klavier in meiner Wohnung. Auch die Leute auf der zweiten Etage haben keine, weil die Höhle nur aus einem Souterrain besteht. Dumm, dumm. Was ist da zu tun?« »Halt, ich hab's«, rief er nach außergewöhnlich kurzem Nachdenken aus. »Ich lasse aus dem Waisenhaus um die Ecke 10 Waisenkinder kommen, 5 Weiße und 5 Schwarze. Dann haben wir 95 Zehen. Einem Kinde fehlte leider Gottes ein Bein und ein zweites hatte auch ein Malheur am Fuß gehabt. 50 Weiße und 34 Schwarze Zehen, das sind alleweil unsere Tasten. Wir haben so den schönsten Ersatz für die Klaviatur.« »Höhöhö, hoha, hoha, hoha«, lachte Jerubim sein schönes silberhelles Lachen. »Eine gute Idee, eine gottvolle Idee. Man möchte aus der Hose fahren.« leicht gesagt«, brummte der Weiße vor sich hin. »Hast ja keine Hose an, du Ferkel.« Momengraul schickte Frieda eben nach dem Waisenhaus rüber, und bald kamen auch schon 12 Waisenkinder im Stechschritt auf Momengrauls Höhle zu. »2 sind zu viel«, rief Momengraul der nahenden Schar entgegen, nahm schnell seinen Flitzebogen und schoss 2 der herzigen Kinderchen mitten auf die Nase, dass sie flugsschreiend davonliefen. »Das finde ich, offen gesagt, gemein«, konnte sich Jerubim nicht enthalten zu bemerken. Er brummte noch etwas Unverständliches in den Bart, obgleich er frisch rasiert war. Momengraul schickte zuerst Frieda weg, Bier holen. »Die Sache muss begossen werden. Wer gut schmiert, der gut fiert«, sagte er mit bedächtiger, fettiger Stimme. Jedes Kind bekam einen hohen Kontorstuhl, der so hoch, wie es eben ging, heraufgeschraubt wurde. Die Stühle wurden nebeneinander aufgestellt. Die nackten Füße mussten die Kinder auf eine lange Bank stellen, und zwar so, dass immer hintereinander 3 weiße Zehen und dann wieder 2 schwarze Zehen kamen, genau wie das so auf dem Klavier ist. Die Erfindung Momengrauls bewährte sich aufs Glänzendste. Herr Ibach, der im selben Moment von ungefähr an der Hütte vorbeikam, sagte zu seinem Begleiter Adam und Schauf: »Schausel an, schau doch den verflixten Momengraul nur an. Gottene, Gottene, möcht mir weiß Gott spreche.« »Du redest ja einen echten Mist daher«, entgegnete ihm sein Begleiter übel gelaunt. Wie gesagt, die Sache mit der Zehenklaviatur ging vorzüglich. Auf den Zehen der Waisenkinder lehrte Jerubim seinem aufmerksamen Schüler die Fingerstellung und die Anfangskrone des Klavierspiels. Als sie nun in der Klavierstuhle von Damm gerade an »Stiefel muss sterben« kamen, schlug die Uhr 5. Die Stunde war herum. Jerubim verabschiedete sich schleunigst und eilte nach Hause. Sonnenuntergang. Jetzt war die Stunde gekommen, die Momengraul bestimmt hatte zur Vornahme der Beschwörung.
Wie waren nur die Worte, die ihm Mumengraul genannt hatte? Zu dumm. Jetzt hatte er natürlich die Hauptsache vergessen. Kein Wunder, wenn einem immer dazwischen geredet wurde. Prr, 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 mit P fing es an, das hatte er behalten. Prr, Bru, Brufe. Ja, so hieß das Wort, Brufe, dass er darauf nicht sofort gekommen war. Dreimal sollte er es rufen. Brufe, Brufe, Brufe. Laut und feierlich klang Cherubims Stimme in den dämmernden Abend. Schnuck, 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 pricks, 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 ein Ruck in der Hand und an der linken Hand saß ein Daumen, ein richtiger Daumen. Aber Himmel, was war das? Ein weißer Daumen. An seiner schwarzen Hand ein weißer Daumen, das war ja einfach unmöglich. Lächerlich würde er sich machen, dafür bedankte er sich schön. Dieser Mumengraul hatte ihn angeführt, dieser Alte war ja bunt. Dem wollte er es aber bald zeigen, einen ehrlichen Neger anzuschmieren. Pfui, bah! Schnell schwang er sich auf eine gerade vorbeikommende elektrische und war in kurzer Zeit wieder bei Mumengraul. »Schau her, du Stümpfer, was du kannst!« schrie er dem Weißen entgegen und hielt ihm die Hand mit dem weißen Daumen unter die Nase. »Es heißt Stümper, ohne F. Sprich bitte richtiges Deutsch, du Flegel«, versetzte der Alte gelassen. »Welches Wort hast du gesagt?« Fragend ruhten die Augen des gütigen Mannes auf dem Neger. »Natürlich, genau wie du gesagt hast. Brufe«, antwortete Cherubim schnippisch. »Na, da sieht man es mal wieder so richtig«, brüllte Mumengraul wütend los. »Brufe ist das Zauberwort für weiße Daumen. Das Wort für schwarze Daumen, das ich dir genannt habe, heißt Brafe. Bogasch, hinaus mit dir!« Erregt ging Mumengraul in der Höhle auf und ab, blieb dann aber plötzlich vor Cherubim stehen und boxte ihn mit einer blitzschnellen Handbewegung unter das Kinn. »Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städte und Felder«, begann Cherubim mit tief ernster Stimme, mit seinem schönen, ein wenig vor Erregung zitternden Organ, indem er vor Mumengraul in die Knie sank, die Hände flehend emporgehalten. »Man kann ihm nicht böse sein«, brummte Mumengraul schon halb wieder versöhnt vor sich hin. »Geh nach Hause, tunke den Daumen in Tinte, dann wird er ja schwarz, und der Schaden ist geheilt.« »Dank, edler Vater, würdiger weißer Mann, gütiger heiliger Niklas«, rief Cherubim schwer atmend aus und rannte, so schnell er konnte, heim. Flugs holte er das Tintenfass aus dem Schrank links neben der Tür, steckte den Finger hinein und zog ihn schwarz wie Ebenholz hervor. Dann ließ er ihn über der Lampe noch ein wenig trocknen. Kein Mensch hätte sagen können, dass der Daumen jemals weiß gewesen wäre. »Darauf hätte ich eigentlich auch selbst kommen können«, begann er. »Dafür hätte ich nicht extra zu diesem alten Grobian zu laufen brauchen. Was fiel ihm überhaupt ein, mich so anzuschnauzen und so zu boxen, dieser Lelbeck?« So murrend steckte er, ganz in Gedanken, den Daumen in den Mund und begann zu lutschen. Wie vom Schlag getroffen fiel er plötzlich hintenüber, traf mit dem Hinterkopf noch den Kohlenkasten und gab in den Armen des gerade vorbeikommenden Milchmannes Dörres Säftling seinen Geist auf. Die Tinte war giftig, überaus giftig gewesen. Der Finger Gottes, wird jeder sofort sagen. Gewiss, so war es auch. Die Beerdigung war schön, dagegen lässt sich nichts sagen. Jeder Kutscher bekam ein paar weiße Handschuhe und 3 Mark. Nur einer bekam nichts, weil er nicht dabei war. Nur Mumengraul war nicht bei der Beerdigung. Er sagte, er hätte keine schwarze Hose, aber das war gelogen. Er wollte einfach nicht. Warum? Ja, wer weiß das? EA Productions.